Krombacher. Mit Felsquellwasser gebraut. Krombacher. Eine Perle der Natur. Herzlich willkommen an, was können wir von dieser U19-Europameisterschaft hier bei uns erfahren? Besten Spieler Europas in ihrer Altersstufe, das heißt im Alter von 19 Jahren. Und von daher glaube ich, dass wir auch die Stadien voll bekommen. Wir haben jetzt schon über 110.000 Zuschauer, 1.000 Karten verkauft. Und das heißt, dass das erste Spiel, das Eröffnungsspiel in Stuttgart gegen Italien, Deutschland, Italien, mehr als 50.000 Zuschauer da sein werden. Also von daher können wir uns freuen auf tolle Spiele. Und ja, für uns ist es einfach auch wichtig, dass das Interesse da ist. Und das dokumentieren natürlich die Verkaufszahlen. Deswegen sind wir bis jetzt happy, aber das, der richtige Verkaufsstart, der beginnt jetzt erst in 2 Wochen und da hoffen wir natürlich, dass wir noch ein bisschen zulegen können. Ja, die Chance ist eigentlich klar. Ich meine, früher hieß es, bei Olympia immer dabei sein ist alles, aber das kann nicht unser Ziel sein. Wir werden schon versuchen, dahin zu fahren und so weit wie möglich zu kommen. Das heißt, es sind 6 Spiele, also versuchen wir die 6 Spiele zu gewinnen. Die 5, Georgios Rumeldotis, die Nummer 7. Ja, also zunächst mal muss man sich hier, glaube ich, bloß umschauen, um zu sehen, zu verstehen, warum. Das ist eine wunderschöne, tolle Fußballanlage. Und dann gibt es hier ganz, ganz viele Menschen, die tief im Herzen mit dem Fußball verbunden sind. Und hier arbeitet der Präsident vor dem Spiel auf dem Traktor. Hier der Vizepräsident mäht den Rasen stundenlang. Und diese Liebe zum Detail, diese Liebe zum Fußball hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass wir hier spielen. Wir wissen auch von anderen Veranstaltungen, dass der FC Bammental ein herausragender Partner ist, was die organisatorischen Dinge anbelangt. Absolut verlässlich. Und insofern war das eine relativ leichte Entscheidung, hierher zu kommen. Jetzt haben wir hier heute ein ganz besonderes Highlight. Zum ersten Mal wird diese Konferenz der Pokalfinals in der ARD übertragen. Das heißt, hier ist medial richtig was präsent. Welchen Stellenwert hat das nochmal für dieses Finale und für den Fußball? Ja, ich glaube, das ist für alle Beteiligten, die Vereine, Veranstalter, auch für uns ein wunderbares Signal in Richtung Amateurfußball. Wir haben, damit meine ich jetzt den Deutschen Fußballbund, wir haben vor 3 Jahren begonnen, den Fokus auf den Amateurfußball zu richten und haben Amateurfußballkampagne gestartet. Wir haben einen Masterplan vereinbart, was die Landesverbände alles zu tun haben. Und eines kann man, glaube ich, schon sagen, hätten wir diese Anstrengungen nicht unternommen, wäre es heute zu diesem Tag nicht gekommen. Und wenn man es schafft, dass Amateurfußball 7 Stunden in der ARD platziert wird, dann glaube ich, dann kann jeder erkennen, welchen Stellenwert Amateurfußball in der deutschen Gesellschaft hat. Thank you.
Die hat wirklich wieder alles gewettet, obwohl es ja Uwa war, aber es war toll, wieder toll. Welche Bedeutung hat der Sieg und damit auch der DFB-Pokaleinzug für den FC Astoria? Sehr großen, weil da kommt man wieder, oder es ist ein riesen Image-Gewinn und da kommt man wieder überregional, wird man bekannter und hofft, dass da auch die Walldorfer noch mehr zu ihrem FC Astoria stehen. Gibt es schon einen Wunschgegner für den DFB-Pokal? Ja, natürlich, das hat jeder in ganz Deutschland wohl stützen. Bayern München habe ich logischerweise, klar, aber naja, wenn man uns sehen, das ist Losglück. Ja, ich denke, Bayern ist wahrscheinlich das Traumlos schlechthin. Für mich wäre persönlich Werder Bremen vielleicht noch eine super Sache, aber ich denke, Bayern Dortmund, das wäre für alle Beteiligten was Gutes. Sagen, in der Geil, 6 Jahre, krieg ich schon wieder so eine silberne. Ich wollte mal ein goldenes, aber hat leider nicht geklappt. Ich finde, wir haben heute eigentlich, es war ein komisches Spiel bei dem Wetter, es war halt warm. Aber das 1-0, das scheiß frühe Tor hat uns nicht gut getan, aber zum Glück haben wir dann Moral gezeigt, nicht so wie in den letzten Wochen, da haben wir immer 50 Stück gekriegt. Und dann, ich finde, zweite Halbzeit haben wir eigentlich entschlüsselt, also wir haben gekämpft, kann ich nichts sagen. Also die Mannschaft, die jetzt noch übrig geblieben ist von den ursprünglichen 25, hat es gut gemacht, kann ich nichts sagen. Und das letzte halbe Jahr war jetzt nichts, aber es war auch klar, eigentlich im Winter sind ja viele gegangen, dass es nicht so gut wird und dann keine schöne Zeit wird, aber dass es so schlimm wird, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber die 5,5 Jahre vorher, also im Fußballerleben, ich hatte einige Mannschaften und die geilste Zeit war einfach in der Geils.
mit dem Aufstieg, das war einfach, das wird es nie wieder geben. Ja, Waldorf war im Endeffekt die spielerisch bessere Mannschaft und es war ein verdienter Sieg. Wir sind froh, dass wir ins Finale gekommen sind, nach dem, was passiert ist, und im Endeffekt können wir uns nicht beschweren, dass wir hier verloren haben. Ja, natürlich, ich habe mit allen mehrere Jahre zusammengespielt. Ich habe 4 Jahre in der GLS gespielt und dann im Pokalfinale gegen eine GLS zu spielen, ist natürlich was Besonderes und hat vielleicht für mich nochmal einen besonderen Reiz gehabt. Und aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben, jetzt DFB-Pokal ein Ziel. Absolut verdient, ja, ich denke, wir hatten ein frühes Tor und auch danach noch die eindeutig bessere Torchance mit Latteschüssen und sowas. Habe relativ wenig zugelassen. Wobei ich auch dachte, dass uns das frühe Tor noch ein bisschen mehr Sicherheit gibt eigentlich in unserem Spiel. So war es halt bis kurz vor Schluss immer noch eng und ja, kann immer, ein Gegentor kann man immer kriegen durch einen Konter oder Standardsituation, aber alles gut und ein verdient Pokalsieger geworden, ja. Pokal sind immer K.O.-Spiele, da probiert man natürlich immer alles rauszuhauen und das ist uns dieses Jahr optimal geglückt und ja, jetzt gehen wir feiern auf jeden Fall. Wünsche ich dafür. Ein offenes Spiel und das war ja mit den Voraussetzungen, die vorher klar waren, nicht immer so zu erwarten. Aber wir haben es geschafft, nach dem frühen Gegentreffer das Spiel offen zu halten. Haben auch unsere Möglichkeiten gehabt, eventuell den Ausgleich zu machen. Mit dem 2:0 war die Geschichte dann natürlich entschieden. Und ich denke, auch wenn es eine Verlängerung gegeben hätte, wäre es schwierig geworden für uns, weil wir einfach die Qualität letztendlich nicht mehr jetzt so haben, die wir im letzten Jahr noch hatten. Deswegen gratuliere ich Waldorf zum Pokalsieg. Ja, wir haben jetzt einen guten Saisonabschluss. Ja. Wir haben das Pokalspiel, das Pokalendspiel als klares Ziel gehabt. Das haben wir dann auch geschafft. Ja. Und natürlich mit dem Sieg haben wir dann auch die Pokalrunde gekrönt. In der Liga sind wir zufrieden, dass wir die Klasse gehalten haben. Ja. Wenn man sieht, dass wir es mit Profiklubs in der Mannschaft zu tun haben, wenn man auch sieht, was wir für Probleme in der Runde hatten, dann bin ich mit dem 11. Platz mehr als zufrieden. Aber natürlich ist der Pokalsieg umso schöner. Die Herausforderung ist, was ich auch schon im Vorfeld gesagt habe, dass Neckar-Elz die 13 Spieler, die sie dabei hatten jetzt auch die letzten Wochen, dass die richtig Qualität haben, auch in der Regionalliga. Und man hat heute auch gesehen, ja, dass die erste Elf richtig Qualität auf dem Platz hatte. Und deswegen war es auch ein knappes Spiel. Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Wir haben ein frühes Tor gemacht, haben es dann lediglich vermissen lassen, das zweite zu machen. Dann hätte das Spiel vielleicht eine andere Wendung genommen oder eine Wendung, die dann früher ein klares Pokalspiel, der Pokalsieg dann ausmachen würden. Aber ja, jetzt ist das Spiel rum, haben 2:0 gewonnen, alles gut, wir sind zufrieden. Wie sehen die Fans? Krombacher, mit Felsquellwasser gebraut. Krombacher, eine Perle der Natur.